Hallöchen, ihr Lieben, hier ist wieder die Tanja. Wir schauen heute ins Maruch X Oracle. Das ist eins meiner Lieblingsdecks. Von Maruch X gibt es nämlich ur viele verschiedene Orakelkarten und die sind alle eins besser wie das andere. Ja? Sie sind nur leider ein bisschen teuer. Also wenn man sich die bei Etsy bestellt aus den USA, kostet das gleich über 100 Euro. Schauen wir mal, was kriegen wir denn bitte für den 5. Februar 2023 für eine Tageskarte für das Kollektiv? In diesem Deck geht es speziell um Karriere, Finanzen, Berufliches. Schauen wir mal, was da kommt. Wow, wir haben zwei Karten, und zwar Teacher und Legal. Ich zeige euch die mal kurz. Teacher und Legal. Also Lehrer und Legales, Juristisches. Schauen wir uns zuerst die Karte, die juristisch ist, an. Ja? Also wir sehen hier die Justitia mit Schwert und Waage. Und hier steht, you might have to take care of some legal matters related to financial issues. Vielleicht hast du den ein oder anderen Prozess zu durchlaufen, wo du vielleicht mit Anwälten oder Richtern zu tun hast, die etwas mit Finanzproblemen zu tun haben. Ja, also vielleicht gibt es da irgendeine Art Geschäftsauflösung, wo man sich überlegen muss, wer kriegt wie viel aus diesem Business. Oder vielleicht gibt es da jede Art von anderer Sache, wo man sich überlegen muss, wie viel Geld kommt da für dich raus und wie viel schaut für die andere Seite raus. You could receive money from some kind of legal matter. Es könnte Geld zu dir kommen aus dieser juristischen Sache. This is a good time to handle any legal matters involving money. Das ist eine sehr gute Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Das heißt, heute, dieser Tag ist sicherlich gut, um einen Termin zu haben mit dem Anwalt, um das alles zu besprechen. Vielleicht hast du sogar einen Verhandlungstermin. Ja? In dem Fall trifft sich das sehr gut, weil das ist eine Karte, die dich unterstützt. Dann haben wir den Lehrer. Schauen wir uns mal den Lehrer an. Ja? Hier steht, you have the ability to motivate others to strive to uncover their true potential. Du hast auf jeden Fall die Fähigkeit, andere anzuleiten. Also du bist ein guter Lehrer und du kannst sie motivieren, in ihr eigenes Potenzial einzusteigen. Das heißt, du bist so ein bisschen ein Coach, ein Trainer. Vielleicht bist du in einem Beruf dieser Art oder vielleicht willst du dort einsteigen. Und offensichtlich ist das etwas, das dir liegt, andere zu motivieren, dass sie das tun, was wirklich in ihrem Herzen ist und was sie wirklich gut können. Consider careers in teaching, coaching, mentorship or being a motivational speaker. Du solltest dir überlegen, falls du das noch nicht bist, ob du vielleicht ein Lehrer werden willst, ein Coach, ein Mentor oder ob du vielleicht als Motivationstrainer auf einer Bühne sogar sprechen willst, ja? Vielleicht auch auf YouTube. Ist ja ganz egal wo, aber definitiv ist das eins deiner Talente. Dann steht hier, you've learned much about money. This is a time to put it into practice. Du hast sehr viel über Geld gelernt und du kennst dich aus in der Wirtschaft. Und hier kannst du das, was du gelernt hast, in die Praxis umsetzen. Das heißt, du kannst, wenn du jetzt tatsächlich ein Trainer bist, die Menschen auch anleiten, wie mache ich richtig meine Steuern? Welche Gesetze muss ich beachten, damit das mit dem Geld dann auch passt? Ja? Wenn ich mich zum Beispiel selbstständig mache oder wie kann ich meine Finanzen regeln, meinen Finanzhaushalt? Vielleicht bist du da gut. Ja? Also hier ist auf jeden Fall gegeben, dass ihr einen sehr guten Tag habt, was alle Legalitäten angeht, ja, also sowas wie Gerichtsverhandlungen und juristisches Zeug und natürlich auch diese Lehrergeschichte, ja, dass ihr vielleicht ein sehr guter Coach oder Mentor seid. Ja, mit dieser Motivation möchte ich euch in den Tag entlassen. Bitte abonniert den Kanal, das ist für euch vollkommen gratis, ja, ein Abo. Und ihr könnt natürlich auch gern unter dem Video liken, ihr könnt es auch teilen, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Tschüss.